Wir sind hier in Zölliken, zu Besuch beim Rico Peter in seinen eigenen vier Wänden. Der Rico ist nach einer langen und harten Saison eben auch wieder einmal daheim. Und es steht aber schon der nächste Höhepunkt an, und zwar die Wahl vom Aargauer Sportler des Jahres, wo du, Rico, nominiert bist. Was bedeutet dir die Nomination? Ja, es wäre natürlich ein sensationeller Abschluss zu dieser sehr erfolgreichen Saison. Aber ich meine, schlussendlich hat es jeder Sportler verdient, und wir schauen, wie die Wahlen rauskommen. Was würde dir einen allfälligen Titel bedeuten? Und zweite Frage gerade noch hinten dran: Wieso hättest du den Titel verdient? Ja, es wäre ganz sicher eine geile Sache, eben mit dem können die Saison abzuschliessen. Ich habe mir ein bisschen wie gesagt, es ist für mich eher ein bisschen eine Genugtuung, wenn du durch den Titel noch irgendwelche Nachwuchsathleten könntest in Bobsport reinziehen. Der Bobsport, der doch ein bisschen mangelbar ist an Athleten. Und wenn du so jemanden kannst begeistern kannst mit dem Titel plus die erfolgreiche Saison, dann ist das für mich eine sensationelle Sache. Wie schätzt du deine Konkurrenten ein? Ja, natürlich ganz stark, das ist ganz klar. Und eben, wie gesagt, das hat jeder Sportler verdient. Und wir werden es sehen. Kommen wir noch ein bisschen auf deine Saison zu sprechen. Du hast ja eine ziemlich erfolgreiche Saison hinter dir mit dem Gewinn von WM, Bronze und Weltcup-Sieg in Whistler. Ich nehme mal an, die Saison wird dir in besonderer Erinnerung bleiben. Genau, sicher, ja, das ist so. Der Sieg in Whistler war eine super Sache gewesen, vor allem durch das, dass es auch noch eine relativ schwierige Bahn ist, oder die schwierigste Bahn ist, wo man doch mit 152 Stundenkilometern mit dem Zweierbob den Eiskanal durchabfährt. Aber schlussendlich ist doch die WM, die Medaille können zu holen an der WM, wo wirklich nochmal alle Athleten alles geben, und durch das sicher auch noch ein bisschen schwieriger ist, ist es eine sensationelle Sache, dass man die Bronzemedaille können holen an der WM, und das doch mein erfolgreichste Titel ist. Was sind denn die Gründe für die erfolgreiche Saison? Ja, es fängt sicher schon im Sommer an mit der ganzen Mannschaft, die sowieso ein riesen Dankeschön verdient hat, dass da immer so ein Zusammenhalt war und sie alles gemacht haben, dass wir den Erfolg können holen konnten. Und eben, das hat im Sommer schon angefangen mit diesen super Trainings, die wir haben machen konnten. Vor allem in Andermatt oben, wo über das Bundesamt für Sport gelaufen ist, wo wir die WKs können absolvieren konnten und relativ wirklich viel Training können machen konnten. Nachdem wir selber in die Saison reingestartet sind mit neuem Material, der Wolfgang Stampfer, unser Cheftrainer, hat uns auch noch gerade einen neuen Schlitten gemacht im Viererbob, und der ist sensationell schnell gelaufen, und das einfach alles zusammen hat dann zu dieser erfolgreichen Saison beigeholfen. Und wie haben sich die Erfolge ausgewirkt auf dein Alltagsleben hier in Kölliken? Kannst du noch in Ruhe posten oder wirst dauernd von Autogrammjäger belagert? Gut, das werden wir noch sehen. Ich bin erst gerade heimgekommen. Ich habe noch nicht so viele Leute gesehen, aber ich habe gesehen, durch den Eingang steht ringsum ein grosses Plakat und ein herzlicher Glückwunsch. Und das ist sensationell, wie die Leute hier im Dorf hinter mir stehen und hoffentlich auch gewotet haben für Aargau-Sportler. Das werden wir dann sehen. Wenn das rauskommt, schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Was kannst du aus dieser Saison rausnehmen für die nächste Saison oder dann auch hinsichtlich für die Olympischen Spiele 2018? Ja, es gibt sicher viele Sachen, die wir noch daran arbeiten, das ist ganz klar. Aber das Schöne ist auch, dass wir sehen, dass vor allem eben im Viererbob das Material sicher sehr gut läuft. Jetzt athletisch, ich selber halt auch im Zweierbob-Start sind wir nicht so wirklich stark gewesen. Und das heisst, dass ich da doch auch noch den Finger rausnehmen muss und noch mehr trainieren, dass wir schneller werden. Und einfach viele Sachen, dass es wirklich Fahrt für Fahrt braucht vor der Saison, dass wir schon können, möglichst viele Trainings fahren können, dass du gut reinkommst mit dem Bobschlitten. Und ich denke, wenn das alles passt, können wir nochmal einen Schritt führen.
Du hast es vorhin noch angedeutet, der Bobsport Schweiz ist sicher froh darum, um deinen Erfolg, um deine sportlichen. Wie hilfreich wäre diesbezüglich auch ein Sieg bei der Aargauer Sportlerwahl? Ja, ich denke, es wäre sicher wichtig, ja, dass man noch mehr in die Medien kommt, noch mehr kann, Leute begeistern für den Bobsport. Und wenn sie mal so weit hast, dass sie wirklich einsteigen in einen Bob und den Kanal durchabfahren, dann wird es sicher sofort gefesselt sein. Und so würdest du dann den ein oder anderen Nachwuchsathlet sicher auch in den Bobsport reinbringen und dann so wieder ein bisschen auffrischen und einfach wieder bekannter zu machen, so wie es früher mal war.